Du mal da sind nicht 4 Minuten ab 2 und du mal da guten Mittag und willkommen um Radio 100,7 für diesen Webinar. Und zusammen habe ich mit dem Skript und mit dem IFEN heute mit dem Sujet von Lego bis Robotik Spieles lehren für Zukunft. Also das klingt schon ganz, ganz spannend. Lego ist ja eigentlich an erster Linie ein Spielsache. Robotik, da geht ein mehr komplex automatisierte Mechanik, die den Menschen sein Arbeit vereinfachen soll. Von Lego bis hin zur Robotik aus dem noch ein ganz großes Boot zu spannen. Aber es gibt einen Platz, wo die zwei Konzepte zusammenfallen. Und das ist auf der 2. Nationalen Robotikwoche. Die geht vom 21. bis zum 24. Februar am Forum Campus Gieseknäppchen aufgehalten. Und da findet dann First Lego League an Fuschneu für die ganz jungen analogen Robotikkonkurs ohne Technik. Das ist Junior Robot League. Parallel lief dann noch der Konkurs Lux Skills an den Disziplinen Robot Systems Integration an Mobile Robotics. Übrigens für diejenigen, die hier gucken und lauschen und dann noch die Formation mitmachen, denkt von Schliff drun, ihr schon zu melden, das geht über den Moodle-Link, da sind Präsenzen, löscht du dich da an, das könnt ihr noch bis 5 Uhr machen. Da findet ihr dann noch die Lehren, die am Webinar werden genannt gehen. Dann haben wir selbstverständlich ein Wittgen heute am Studio, ja, richtig Personen, richtig Menschen, noch sind sie nicht Roboter oder ich, von einer KI oder einem Chatbot ersetzt. Für ihre Spezialisten sitzen also heute am Studio, die am Computational Thinking aktiv sind. Da nehmen wir dann noch natürlich, wie immer, an unseren Webinaren Stimmen von außen zum Thema. Auch dir könnt Erregungen, Frohen, also Kommentaren rausschicken. Das geht per Mail über froh@webinar. Oder ihr schickt ganz einfach ein WhatsApp auf den 621-44-00-44. So, los stellen wir mal die Invite in vier. Rietz von mir aus dann Jill Anisse. Guten Mittag. Guten Mittag. Die sind Institutrice spezialisée en compétences numériques beim IFEN. Stell dich vielleicht kurz vor. Maja, also sind ICN an... ICN. An, genau, ICN. Richtig Begriff. Die Aufkürzung für Institutrice spécialisée en compétences numériques. Und als ICN begleiten und unterstützen wir die Lehrpersonen an der Grundschule bei ihrer Medienarbeit. Neben dir sitzt Pascal Hoffmann, der ist Schulmeister und der ist auch Koordinator vom Junior Robot Challenge beim Skript. Pascal Hoffmann, ja, Pascal Hoffmann, pardon. Er ja selbst durch nie gegangen mit den Plätzen, ja. 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 Nicht schlimm, ich behülle dann den Klotzigen Platz. Ja, da fahren wir lang von Diagonal 4 Runden. Ganz genau. Ja, richtig, das hat mich richtig hergestellt. Ich bin mit Koordinator von der Junior Robot Challenge, aber auch von der First Lego League, um Skript. Und schaffen dann eine junge, dynamische Equipe zusammen. Und voilà, wir organisieren dann in der mit dem Event von der Robotikwoche, von der VSO-Truppe angegangen ist. Voilà. Und dann den Claude Lullingen. Hi. Vis-à-vis. So, das geht quisch. Kein Problem. Du bist Professor für Smart Technologies. Das klingt ja schon mal ganz neu. Ja, das ist ab 2019 haben wir die Formation gestartet. Daneben sind ich auch Lotsand da 2022 aktiv bei WorldSkills für auch Kompetitionen zu organisieren. Und das greift auch flott an den Nähen. Da kommen wir noch bestimmt ein drauf zurück. Gut, und dann der vierte Gast, das ist Luc Schreiner, Französischprofessor am LTL und die Südamerikas-Gruppe Digital Sciences. Ja, ganz genau. Das ist ein neues Fach, das du am Lycée lanciert genauso. Und am Arbeitsgruppe haben wir da die Kontinuen ausgeschafft und evaluieren da. Dann sind wir für allem zuständig für die Robotik. Wunderbar. So, Loma ist alle gut situiert. Vielleicht nicht der Reino, aber auf jeden Fall die Sitai am Studio. Wir diskutieren bis 15:30 heute Mittag zu dem ganz spannenden Thema von Lego bis Robotik. Und wir haben nicht direkt schon situiert mit der Madame Anisse. Wir müssen Begriffe erklären. Ne? Also, wenn wir über Computational Thinking schwätzen, das könnte ganz einfach mal denken, wie Computer übersetzen. Mit das wäre aber
wahrscheinlich zu einfach. Der Hannert verstoppt sich nämlich einen Iwa-Begriff für verschiedene Kompetenzen zu beschreiben. Der Claude Reuter hat das Programm vom Computational Thinking für die Grundschule ausgeschafft. Hier erklärt er den Begriff mit der Präzision, dass das Denken nicht just mathematisch oder informatisch brauchbar ist, heißt den Claude Reuter. Ich gebe am Anfang so ein Computational Thinking, für du einfach zu erklären, also für ein Problem lesen, denken. Das heißt, wie lehne ich mich um, für ein Problem zu lesen? Das heißt, was sind die Informationen, die ich brauche? Für Informationen kann ich weglassen. Das ist dann wie Abstraktion. Und dann, wie gehe ich nur vier Schritt für Schritt? Das ist ein Algorithmus, wie gehe ich da vier, für das kannst du machen, aber auch ganz wichtig schon drunter, dass eben, den Debugging, das heißt, wo sind Fehler, und auch die Evaluation, das heißt, ich muss also auch gucken, für wen Zielpublikum ist das, wo ich meine, das heißt, ob es in der Macht berücksichtigt. Das heißt, das ist am Anfang eine allgemeine Denkweise, die ich überall am Leben brauche. Was ich auch flott fand, oft geht das reduziert, das Problem lesen, denken. Ich fand am Anfang aber immer flott dabei zu sagen, vom Duchateau, die sieht, from doing it to having it done. Das heißt, am Anfang kann die erst das Problem so lesen, oder abschreiben, wie ich ein Problem kann lesen, die einzelnen Schritte, für das den anderen nicht kann machen, die zum Beispiel keine Ahnung davon hat, dass den mit einer Hand von Menge Schritte hat, kann lesen, zum Beispiel Backrezept, wo ich auch so Kaffee gehen. Mit der Anfang, das ist, wie kann ich das nur ausdrücken, dass den anderen das kann machen. Den anderen kann ein Mensch sein, der kann ein Roboter dann in dem Moment sein. Es geht schon darum, dass ich so notieren oder durchstellen, die Lösung von einem Problem, dass den anderen das doch kein machen, in dem Moment, dass ich das mal die Schritte genieße, löscht und das dann eben auf die Manier notieren, und das notieren oder durchstellen, das kann dann in dem Moment spruchlich sein, das kann eine Skizze sein, eine Grafik sein, wo ich das machen, oder Computercode im Moment sein, und dafür ist dann fangen eben auch viele Bereiche zu benutzen. Aber von allem auch wichtig ist bei dem Ganzen, wie ich ja gesagt habe, ich muss ja immer gucken, für wen, schreibe ich das nur ab, weil auch, wo ich dann eben doch muss berücksichtigen, dass das für Juncker, für Mialer, das ist also, wo wirklich das spruchlich dann auch eine große Rolle spielt. Das war auch viel Information bei Ihnen, mir war das genug Information, das ist für euch komplett. Wie wir aufhängen, vielleicht noch zu ergänzen, wenn es um den Begriff geht, Computational ja, Thinking. Das ist persönlich auch mal für dich, du musst googeln, für den Begriff haben wir auch nicht so geliefert. Und du festgestellt, der geht aber schon so lang, dass auch ich zu jung bin, hier zu wissen, wie der zweite noch nach geht, hat eventuell. Aber das eigentlich spannend fand ich darum, dass es ja, entgegen dem Nummer an der Premiere, wie man eigentlich direkt mit Computer zu tun hat. Wir haben angefangen, mir einen Approach beschreibt, wie, ja, wie man es effektiv aus dem Bereich Technik, Ingenieur, Wissenschaften kennen. Also, da hat ein schönes Problem, ich analysiere den, ich informiere mich, ich plane einen Weg, hier oder durchzukommen, ich setze das dann nicht. Also, ja, plötzlich gehen wir wahrscheinlich so gucken, wie wir in Handeln. Ne? Also, effektiv etwas Allgemeingültiges, was lo Richtig, am zweiten Schritt, mit, dann habe ich mit Computer vielleicht zu dienen. Computational Thinking, das scheint nur den Iwa-Begriff zu sehen, effektiv. Wie hat denn das früher genannt? Also, wenn wir vom Lehren an der Schule sprechen, sind am Anfang ein paar pädagogische Konzepte, die einmal drauf lesen, dass Kant mit seinem Lesungsaussatz am Mittelpunkt steht. Das geht vom Kant aus, wo geguckt und Kant probiert, eine Lesung über ein Problem zu finden. Das aber auch das Handeln und das entdeckend Lehren, wo eine Rolle spielen. Das kann er probieren, selber Sachen oder eben lesungsfähig aus. Und dann finden sie raus, ob sie geeignet sind, für ein Problem zu lesen oder nicht. Und dabei erst lehren dann auch sinnstiftend für sie, weil sie wissen, für was sie nur Lösungen sichern, weil ihnen das Problem bekannt ist und sie eben für den konkreten Problem nur Lösungen sichern. Mhm. Für die zwei vielleicht noch so ganz vis-à-vis, nein. DAX von den von Computational Thinking Schwarz, da wird Coding am Namen stehen, Atemzug genannt, weil Codieren an der Grundschule respektive de Coding eben ein Wort war, was gebraucht, genauso wie 2018 das Kompetenzen für die Grundschulen von einem Arbeitsgruppe konkret oder als konkret Lehrmaterial eben für die Schulen zu Lützburg umgesetzt gehen. 2019 hast du sogar ein Materialkost zusammengestellt gehen. Da waren kleine Roboter dran, aber auch sogenannten Lessons Plans. Das sind also Fischen, die vom Lehrpersonal können benutzt gehen, für das logisch Schritt für Schritt Lesungsdenken bei den Schülerinnen und Schülern an all Zyklen vom Fundamental zu entwickeln. Ich finde all diese Informationen auf
edu-coding.lu an auch auf edu-media.lu, wo den Medienkompass als Grundlage vom Codeuren Nutzelesen aus bestellen, kann ihr das dann auch am Print auf www.hedu.lu. An zeitgleich mit dem Material sind dann noch, da kommen wir schon bei dem Fachbegriff, ICN an Grundschule gegangen. Eine von den Institutrices spezialisées en Kompetenzen numérique, also dann Jill Anisse, die hier sitzt. Die hat Medien und auch Sozialpädagogik studiert. Was für Informationen müssen wir absolvieren für die Rolle von der Institutrice spezialisée en Kompetenz numérique überhaupt können zu erfüllen? Ja, nachdem ich das studiert habe, habe ich lange an der Grundschule geschafft und habe dafür extra Formationen auch gemäht, für die Kompetenzen im Bereich von der Erwachsenenbildung auszubauen, weil ich die Lehrpersonen an ihrem schulischen Alltag begleiten und unterstützen. Ich wollte mich aber auch mit all den Konzepten vertraut machen, die ich am Alltag nutze, wie zum Beispiel den Computational Thinking, aber auch künstliche Intelligenz und so weiter. Also alles wird auch sich neu entwickelt, wird neu beikommt, um neuesten Stand zu sehen. Und als ICN bilden wir es eigentlich dauernd weiter, eben für mit der Entwicklung am Bereich von den digitalen Medien mitzugehen, weil sich immer viel geht. Und ja, auch für zu sehen, wie die Entwicklung an der Medienpädagogik allgemein sind und auch an der Medienbildung. Voilà, also mehr. Das steht das Bild eigentlich Lehrpersonal an den Grundschulen aus, für sie die Unterstützte, die Begleitze. Mhm. Wie kann ich das Schritt für Schritt an konkret am Alltag vorstellen? Wie steht da hin zur Seite? Ja, also was wir in den Schulen machen, ist teilweise Coaching, wo wir mit den Lehrpersonen zusammen gucken, wie ein Codieren dann am Unterricht kann umsetzen und ansetzen, wie sie ihren Unterricht können abbauen, für das damit mit anzusetzen. Wir haben von den Materialkosten geschaut. Genau. Wie hast du das Feedback drauf? Ja, also das flott, das Material ankommt, das Absolut, mit dem sie auch konkret schaffen können, dass dass Roboter dabei sind, diese ersetzen können, die auch so zu bedingen sind, dass sie leicht am Alltag ersetzbar sind. Mhm. Haben Sie nach einer Besuchen, das ist, hilft die Feedback erst für eben die Materialkosten noch mehr an Solomon besser auszubauen? Also denkt dann ein bisschen davon auf, wie sie schaffen, aber was sie auch also an der Schule schaffen, aber was sie als Material empfangen, mit dem sie weiterkommen, für die Kompetenzen mit Kanner zusammen zu erschaffen. Und darauf sehen können wir eben beraten und eben auch gucken, wie Material kann angesagt gehen am Alltag. Kann man da vielleicht bei einem anderen Begriff unplugged codieren? Ja, da tust du dann so viel wie ohne Device Roboter zu codieren. Mhm. Soll den direkt immer da aufhängen, in Ihrer Meinung nach? Oder seht ihr Erfahrung, dass man vielleicht mit einem Klangenapparat für die Schülerinnen mehr groß ist? Also ich meine, das hängt auch ein bisschen davon auf, wie ihr nicht umsetzt an der Klasse, aber wie Schüler und Schülerinnen zusammen mit ihren Lehrpersonen den Zugang zum Codieren finden. Beides als gut geeignet, für Mathekanen und Thematik rundzugehen und ihnen ein Grundverständnis zu vermitteln. Und das ist auch darum, wo es geht. Wir wollen den Kanner die Möglichkeit bieten, die hyperdigitalisierte Welt an der sie leben, verstehen zu können, sodass sie hier handlungsfähig bleiben können. Und das machen wir eben dann über entweder unplugged Codieren oder am Ersatz von Material. Wir haben denkst, dass die acht Kompetenzen vom Computational Thinking gehört. Könnt ihr uns das mal erklären? Was sind dann die Kompetenzen numerik? Also einerseits gehen die acht Kernkompetenzen, wofür die Computational Thinking wichtig sind. Das zum Beispiel Mustererkennung, da sind logisch Switten gesagt, da sind ein Perlskette nur ein Muster kann machen. Oder auch vielleicht grammatische Regeln, wo jemand erkennt, auch das kann ein Muster auflaufen. Da gibt es die Verallgemeinerung, das ist, dass in das erkannten Muster auch an andere Bereiche aufwenden kann.
Ein drittes Kompetenz aus Zerlegung, das ist ein komplexes Problem, wo ihn hört, der geht an einzelnen kleinen Schritt zerlegt, für seine Bearbeitung mehr einfach zu machen. Da geht es dann an die Abstraktion. Bei der Abstraktion geht just das berücksichtigt, was auch wirklich für die Lösung vom Problem wichtig ist, auch gebraucht wird. Wenn sich zum Beispiel ein Metroplan vorstellt, da ist es unwichtig, wie Häuser stehen, wie die Straße verlaufen, an, ob Kehren oder dran sind oder nicht. Wichtig ist, wenn in den Metroplan liest, dass ihnen gesagt, wie viele Stationen muss ich fahren, bis ich rausklammern muss. Ja, wie der Riese abgestellt ist eigentlich. Genau. Also ein Überblick hat. Ja. Und das war eben nicht relevant, das lese ich in den Wäsch. Weil da werden auch algorithmisch denken, eine wichtige Kompetenz, was entsteht, dass die mögliche Lösung, die ihr seht, an einzelnen Befehlen oder Handlungsschritt eben abgeschrieben wird. Da können sich zum Beispiel ein Alltagsalgorithmus vorstellen, wie ging Ihnen das ausdrücken, für zu so verstehen. Ich muss ihn abstehen, muss ich bei den Lavabo trippeln, muss ihn Wasser abtrennen, Tann drinnen machen, Seefüllen und so weiter. Und das kann ich dann an die verschiedenen kleinen Schritte abschlüsseln. Eine weitere wichtige Kompetenz dabei ist die Iteration. Das ist das, was von einem Algorithmus Wiederholungen kommen. Seht, gehe Schritt, kann dadurch zusammenholen und gehe drei Schritte. Dann also die Iteration. Und da könnt ihr dann Debugging. Und Debugging ist eigentlich auch eine ganz wichtige Kompetenz am Computational Thinking, weil wenn Fehler am Programm vorkommen, kann ich beim Debugging eben sich gehen. Das heißt, dass sich Fehler sich an der Umsetzungsphase, die mit der Evaluation dann aufläuft, bei der Evaluation, wie guckt, möchte mein Programm, wo ich geschrieben habe, möchte, was soll, ja oder nein. Bei ja, also okay, bei nein muss ich halt denken, ja, den Debugging machen und davon vier aufhängen, bis ich dann ein Programm habe, das funktioniert. Und ja, wenn wir von den Kompetenz numerik schwätzen, das sind eigentlich ja, Medienkompetenzen allgemein, die in drei große Kategorien teilen kann. Einerseits benutzen von Medien, andererseits verstehen und gestalten. Es geht also darum, dass ein Medien kann selbstbestimmt ersetzen und für sich selber decidieren, wo sind sie sinnvoll, wo setzen sie an, wo nutzen sie an, und wo eben nicht. Selber gestalten, aktiv handeln, gestalten noch mit den Medien. Gehört zu all den Kompetenzen, die da ganz gut erklärt hat, auch eine gewisse Evaluation erklärst und so. Ja. Dass ihn das immer vorstellt. Ja, ja, das kritisch Denken ist bei dem ganzen Aufwenden auch wichtig, dass ihn ja, einerseits an der Fried, wie weit setzen sich dann, wie funktioniert das überhaupt, werde ich auch am Alltag nutzen. Und ja, voilà, da sind sich bewusst, dass Fett auch Konsequenzen können davon sein. Du hast dich von Anfang an ganz gut abgestellt, eben an dem Sujet. Und so gibt dann noch von Anfang an 15 ICN und noch ein Koordinator an dem Gruppe. All ICN ist zuständig für seine Region. Du kannst dir vorstellen, ob das durchgeht. Ja, weil ja. Wie läuft ihr Postbad? Ja. Nee, also ja, ich stelle nicht laut vor und dann gehe ich aber auch vielleicht nach einem Thron. Gilles Anisse, was meint ihr? Ja, geht das durch für den Moment? Das ist schwer, darauf zu antworten. Ja, effektiv, ohne Luin und Panz klacken oder so. auf alle Fall haben wir mit Marc Weber geschaut, das ist der Responsable von der Division für die Begleitung von der Schulentwicklung beim IFEN an Heuer Singantwort. Ich denke, das ist ein Dispositiv aber gut, wohl wissend, dass wir am Gange sind, zum Beispiel mit der Responsable Informatik in den Schulen, die wirklich auch eine gewisse Rolle haben, die sollen auch nicht nehmen, sonst mal Dosis für mal technische Probleme zu lesen, aber vor allem eben noch das pädagogische Denken und Mediennutzung auch sollten an den Schulen um lokale Planer probieren, da mit zu denken, mit zu helfen, da sind wir am Gange drin zu schaffen, dass man die am Anfang auch ein bisschen als Multiplikator, so nicht mal ein paar Prozesse, wenn nicht sehen möchte, auch da mit anzubannen an die Prozesse. Ich denke, dass das da passt, programmatisch, meine ich, das ist ein immens was Themenfeld. Ne? Ich meine, im Laufe von den letzten Monaten war am Anfang ganz viel KI, was auch denke ich, einfach gesellschaftlich am Debatt ganz stark herangestrahlt hat und natürlich auch dann an die Bildungslandschaft.
Das sind immer so Themen, die, die abkommen. Das wird eine Zeit lang noch ein bisschen aktuell bleiben. Dann verschwindet ein bisschen von der Unwäsche. Und da kommen wir andere Themen, die echt am Vordergrund stehen. Am Endeffekt geht es darum, dass nicht sehen, das ganz ein bisschen am Blick hat. Dass es schlussendlich immer darum geht, zu gucken, was von den Elementen können wir am Fungal so abbilden, dass die Lehre von den Kanner am Alltag wirklich besser am Durch, am Mat-Medien eben kann unterstützt gehen, dass hier ein Hauptauftrag für wirklich im Kontext von der Unterrichtsentwicklung du an dem spezifischen Themenbereich von der Digitalität eben noch sein und helfen, ihren Job, den sie halt machen, noch ein Stück weit mit Telefonmedien mehr flott, mehr interessant, mehr einfach, da meine ich drei Punkte am Alltag zu machen. Interessant, und daher den noch raus, dass da war ein Trendsache aus, und das ganze Sujet vom Computational Thinking. Und ja, da kommt dir dann alle guten ans Spiel, für den Ganzen dann natürlich auch ein Kader zu gehen und das dann auch bestmöglich umzusetzen. Was bedeutet dann lo für die Schüler, die an den Sekundär kommen, wenn sie am Fundamental schon mal die Strategien vom Computational Thinking an Berührung kommen sind? Ja, Luc Schreiner, pardon. Ich sind auch immer durch und hin, haben wir die Sitzplätze neu passen. Ja, ich meine, das kann den Schülern just helfen, weil es um problemlesend denken geht. Nur umfällt, was kriegen wir da mit? Ich hatte die letzten Jahre ein paar Setjahmen eben noch am Fach Digital Sciences, wo dann verschiedene mal so, ah, das da haben wir gemacht, an anderen nicht, weil am Lycée kommen sie aber alle guten aus verschiedene Schulen. An den engen Schulen hast du das meigemacht, gegen andere Männer, weil du auch kein, Jill kann mich da verbessern, kein festes Programm an sich geht. Wir einfach mal Urregungen an helfen. Ja, also das eben verankert als Transversalkompetenz, das also vom Sickel 1 bis 3, das in Fächer übergreifend kann du mal das schaffen, also soll du mal das schaffen, an am Sickel 4 ist dann da an der Mathe verankert, ja. Voilà, und ob das hat ja merkt nicht halt, die irgendwie so, ah, das haben wir das letzte schon gemacht, und dann machen wir dann einen Rappel, auf ein bisschen sehen, aber bei den Leuten, die da nicht gesehen haben, fahren wir da ein bisschen los, und machen dann einen Rappel an den. Das ist die Gift, die ich aber schon wünschen, dass alle guten Schüler, die auf ein Satyam kommen, schon mit dem, mit dem Kompetenzwissen, ob Satyam kämen an der Lycée. An der Sekundär. Privat für mich? Ja, ja. Natürlich. Ja. Weil den Gruppe de Travail von Digital Science so geht, haben wir das Ganze so abgebaut, dass wir davon ausgehen, dass sie nichts gesehen haben. Aber so, dass das Ganze kann aber adaptiert gehen, je nach Erfahrungspunkt von den einzelnen Schülern. Mhm. Bleiben wir mal in einem Moment stehen. Das ist nämlich eine interessante Frage gekommen. Ich war da ein Infoticker von einem Pub. Ich lese es mal vor. Man kann das in einem C3-1, dann C4-1 skolarisiert. An ihrer Schule geht auch schon mit dem iPad mit verschiedenen Apps und Hardware soi-disant programmiert. Man kann erzählen mir aber, dass sie das echt als Spielen empfangen und nicht verstehen, was sie da machen. Da frage ich mich, was der Sinn davon aus, hätten sie nicht besser die Zeit, mehr Rechnen oder Vokabeln zu lernen, weil das schenken sie um 6. Schuljahr ja immer mehr zu können. Und da fand ich, dass sie schon zu lange für einem iPad oder so ein Ekran hängen. Und nur nach mehr soll das wirklich Zukunft sein. Ein interessant Froh, da sind ganz viele Sachen dran. Zwischen den Zeilen probieren wir mal darüber anzugehen, wie wir vielleicht einen nächsten Aussatz wohnen als Antwort. Ich denke, dass Medien, wenn in die an der Schule ansetzt, dass Medien auch immer ein Tool sind, an das eigentlich dem Kanzler lehren am Mittelpunkt steht, und dass dann immer zu gucken ist, wo es sinnvoll ist, Medien anzusetzen, und das am Anklang mit pädagogischen Überlegungen. Ja, für Medienbildung zu machen, hängt das eben auch davon auf, setz nicht ein iPad an dabei, setz nicht irgendein anderes Gerät an, ein Tablet, oder wie gehen ich drauf an, für die Kinder eigentlich, ob hier, also in Alltag Leben mit Medien viel zu reden, wobei natürlich auch, ob die Risiken und Gefahren kann aufmerksam machen.
Das Apps für den Doxer ja, dann das Teilchen sich so machen, dass hier kann man noch mehr Zeit für ein Ekran verbringen. Ich gesehen so paar Kapte, ja man, das ist so eine Erfahrung. Oder Dox Diskussionen mit Eltern darüber. Ich kann ja als Sein ein bisschen darüber schwätzen, denn der Punkt ist halt den, hängt doch ein bisschen von auf, wen das den Eltern kommuniziert. Wir nutzen in unserer Show nutzen wir sich immer ein Pläne am Anfang, wo wir mit den Eltern zusammenkommen. Und wir nutzen die Pläne halt an klären die Eltern darüber ab, was machen wir, was wir auch das Jahr vielleicht wollen, so ein Programm, was mir speziell ist, dann die Eltern einfach mal wissen, hey, kann aber wesentlich an dem Kader, wenn sie heimkommen, wissen die Eltern auch schon ein bisschen, okay, das geht an der Versammlung erklärt. Und ich denke noch, dass die Eltern da mal an das Boot müssen geholt gehen und abgeklärt müssen gehen. Ich will auch nicht behaupten, dass das nicht geschieht, aber ich meine, an Zusammenarbeit, Eltern und Senioren, von denen das zusammen richtig aufpackt, dann kann ich noch viel bewirken. Geht es doch vielleicht nach einer gewissen Deal- und Aufklärungsarbeit, die nötig ist, für den Eltern noch zu erklären, wo es hingeht, dann, ja, wie wichtig am Endeffekt die ganze Interface und Schlummel sind? Ja, ich meine, wir sind wieder nicht, was die Kompetenzen gegangen, die Leute erklärt. Und du hast zu keinem Punkt von irgendwelcher Digitalisierung geschwärzt gehen. Das geht dem Problemlesen denken, ob das mit einem digitalen Medium ist oder nicht, ist egal. Aber wenn ich meine, das Konzept bis verstanden hat und du Strategien abbaut, dann hilft er doch für seine Vokabeln zu lernen und für seine Mathe und für alle guten Jahre fäschen. Sie haben vorhin noch gesagt, hatten, von den transversalen Kompetenzen, die schon Medien ersetzen oder über Computational Thinking man lernen ist, oder kleinische Kompetenzen, wo ich auch an andere Gebiete ersetzen kann, wann ich nur wie ich für ein Beispiel gegeben habe, von dem Alltagsalgorithmus brauche ich auch den Spruch. Ich kann auch da auf den Spruch agieren, ich muss mich klar und deutlich ausdrücken können, dass mein Gegenüber weiß, wie das ausführen soll, werde ich freuen. Auch die sprachliche Kompetenzen sind dran, an dem nur wie ein Projekt mit einem Roboter machen. Wir hören dann vielleicht noch mehr dazu, wenn wir über die Lego-League schwätzen oder wie ein verschiedene Roboter ersetzen kann, dann geht es doch mal darum, wie weit muss der Roboter fahren. Da muss ich schmussen, ich muss ausrechnen, wie ich auf die Distanz komme. So dass auch die Kompetenzen von der Mathe immer mit dran sind. Und so dass die Kinder eben lehren, Sachen anzuwenden, wo sie vielleicht viel drüber gesehen haben, andere Konzepte vielleicht neu kennenlernen über die Roboter, wo sie dann auch weiter anwenden können. Sie haben dann spielend gelehrt, wie sie die Sachen ersetzen können. Und der ganze, so von Jesus und Nullasch, setzt ja auch voraus, dass die Grundfähig- und K-Kompetenzen auch assimiliert sind, etc. etc. Das lebt auch ganz vieles an den Nien. Ne? An den Grundschulen, für mal dort zu bleiben, schwätzt man von Codieren mit Geduch Robotik unplugged, wenn ihr so will. Das ist nicht anders, dass wie Robotik für die Klänge an bis 16 Jahre. Pascal Hoffmann, der ist Mat-Koordinator von der Junior Robot Challenge und auch der First Lego League. Erklärt er uns, wie ihr eigentlich kann bei der First Lego League oder bei dem Junior Robot Challenge dabei sein. Was ist das eigentlich und wie können wir uns das dann noch konkret vorstellen? Na gut, das sind nur ganz viele Freunde. Ja, ganz viel bei Ihnen. Also ich will aber auf dich mal ob die Lego aufmerksam machen, den da du für eine Stunde hast. Genau. Ich meine, das gesagt noch auf der Kamera. Ja, war schon in Lego Spike heim abbrüst, den Gedanken gesagt am Kader von der First Lego League. Was ist First Lego League? Ich meine, fängt man nicht, um das zu erklären. First Lego League ist eigentlich ein Challenge, wo ich kann anschreiben als Schule mit seiner Equipe. Und für das Lego geht es heute zu Lützburg Center 4 Jahre. Wie ich gerade gesagt habe, das ist nicht obligatorisch, das ist auf freiwilliger Basis, wo ich mit einer Equipe kann nachschreiben. Eine Equipe muss aus Minimum 4 Schüler bestehen bis Maximum 10. Man hat einen Coach im Moment dabei, was noch sein, im besten Fall noch sein ist. Und für die Jungen, die dort drin teilhören, sind zwischen 16 und 16 Jahre. Was
der Projekt natürlich ganz interessant ist, weil das ist ein Berührungspunkt von kann aus dem Fundamental und kann aus dem Sekundär. Da gibt es nicht viel, also Berührungspunkte. Ja, selten. Ne? Und weil das ist natürlich also eben ein Punkt da. Ganz kurz, der Kader im Rass von der First Lego League besteht aus drei hauptsächlichen Folien. Das ist der Robot-Game. Und da sucht dafür, wo man den Roboter vier Stunden haben, wo man den brauchen. Der Roboter muss Missionen erfüllen. Und pro erfüllte Mission gibt es natürlich verschiedene Punkte. Und es geht halt darum, für die meisten Punkte dann mit seinem Roboter zu sammeln. Voilà. Es geht aber auch nicht nur den Prime, den Lego Prime, es geht aber auch den Lego Mindstorm EV3, mit dem kann er noch in der Kompetition teilhören. Ganz kurz zum Roboter, ich sage hier, ich nenne es immer, mit das ein Hub, da gehen Programme drauf gespielt und den Hub, der kann eben verschiedene Motoren aussteuern. Das können dann Drehbewegungen sein, das können den Hebelarm sein, den er bewegt, eben für einen solchen Movement auf einem Spielfeld können auszuführen. Neben dem Robot-Game geht es aber dann auch noch den Forscherprojekt. Und das Forscherprojekt ist auch eine ganz interessante Sache an der ganzen Challenge. Kann er setzen sich in einen Forscherraum, also in eine Idee, wo sie dran wollen forschen. Sie stellen sich einen Forscher froh. Und sie gehen dann auf Recherchweben zu einem bestimmten Thema, was dann hier im Interessensgebiet liegt. Gib uns mal ein Beispiel von einer Frau, just für das mal konkret Beispiel. Voilà, das ja, ich gebe nicht ein Beispiel von diesem Jahr, das ist ja das Thema Masterpiece. Masterpiece, das ist ein bisschen was, da muss man das Thema nicht richtig verstehen. Es geht um Tobias, Kunst. Zum Beispiel kann ich dort ein Beispiel geben, mit einer Equipe, die dabei ist, und die Dancing in the Dark, das heißt, die gucken, wie Blander die Kunst vom Tanzen empfangen, wie die das gesehen. Ein anderes Projekt, das wir dabei haben, also ein zweites Beispiel, dass die sind ein bisschen in Sportrichtung gegangen, Hobby sind noch Sport, das sind immer Kunst, und kann auch sind am sechste Schule, ja, das ist fängt immer schwer, das riecht dann halt so ein bisschen unangenehm. Und hier Forscher Idee ist eben den Deo. Sie haben nicht immer das nie gesagt, die Deo, die schädlich sind, die Produkte dran, die wir nicht wollen. Wie können wir ein Deo entwickeln, den wir selber können herstellen, wo wir genau wissen, was dran ist, aber den auch noch effektiv ist. Voilà, und dann probieren sie das experimentieren, sie verwerfen ihre Ideen und sie forschen weiter und sichern eben an den Aussatzpunkt. Sie präsentieren das halt dann auch auf dem Event, bei der Qualifikation in diesem Fall, bei der Robotik, wie der Vers auch richtig gesagt hat, Ende Februar. Ein anderer wichtiger Punkt, den wir auch darüber angehen, der geht ein bisschen heißt, du, an den Neck gestellt, das sind Core Values. Das ist den Projekt, als bewegt sich ein Stor und Rimm, dann kann er so manierlich und fein an den umgehen. Das ist sie genug bewährt, um Robot Game zum Beispiel, wenn Apps nicht gelingt, scheißen sie mal den, vernennen sie ihn. Das ist sie so Werte von unserer Gesellschaft, die immer mehr verloren gehen, eigentlich sollen sie darauf aufpassen. Und das fand ich auch einen ganz, ganz interessanten Punkt von der ganzen Challenge. Und ich fand eigentlich nicht immer richtig, dass just Lego und dann hat okay, dann die Roboter just am Kopf. Aber du hast ja fürs Lego League stößt ganz so gut mit. Also das geht am Anfang darum, den Lego an den Roboter an hast, was du hast, stößt mich menschlich zu machen. Also dass ich nicht vergisst, dass ich über die Technik, aber auch Sozialkompetenzen ja. Soll ganz, also am Ende behalten. Ganz genau. Das, wie ich befürchte, so, die Werte von der Gesellschaft sollen aber auch da ihren Platz drauf haben und fanden sich, an dem es dadurch bewährt wird. Muss ich ganz klar sagen, die gehen darüber bewährt und das fließt alles an die allgemeine Punktesystem an, und weil er geht da nur ein Gesamtpunkt sein und der Beste gewinnt. Das wird dir, du so, das könnt ihr dann noch den doch ein bisschen beunruhigten Pap beruhigen und den sich ja. Vorgestellt hat zu, genau. Zu vielen Tools, so ein Schlummel. Heute ist ein wichtiger Tag, heute ist nämlich den Aufschluss von der Junior Robot Challenge. Und du gehst Finalisten ermittelt. Was geschieht da und wie geht da ermittelt? Ja, lass mal just ganz kurz denken, ob Junior Robot Challenge ja. Sogar, ich meine, die kommen da in dem ganzen Diskurs. Die ist ein bisschen zu kurz gekommen. Die liegt zu kurz gekommen. Junior Robot Challenge ist ein ganz neu und ein ganz jung Challenge an Schnach, die aus im September ausgeschafft gehen und die richtig eben nicht und kann davon nicht bis 16 Jahre mehr, kann vom C2. Heute kann er spielerisch und Thema Robotik und Competition Thinking ruhig gehen. Und da kommt man dann auf das ominöse Wort an Plug drin.
Und das ganz bewegt sich ohne Tablet. Ich meine, das ist den Herr, der noch dann vorgestaltet Aktivität mit Display, ein bisschen beruhigt. Und voilà, das ist eine Challenge, eine kleine, flotte Challenge, die, wo ihn sich den Level-Up kann ausschreiben, die über 6 Wochen gelaufen ist, und wo ihn Schritt für Schritt den Kontakt von der Robotik, also wo ihn den Kontakt mit der Robotik kann rückgeführt werden, an Alter von 6 bis 8 Jahren. Und das ist richtig, wie das so haut aus dem Aufschluss von den 6 Wochen. Das ist die 6-Wochen-Challenge aus Haut aufgelaufen. Und voilà, wir haben verschiedene Produktionen rausgekriegt. Wir werden dann auch die Kanner aus dem C2 auf die Robotikwoche invitieren, wo sie dann noch an einem Spiel teilholen und auch hier ihre Skills können dann beweisen, die sie über die 6 Wochen sicher geschafft haben. Das ist immens spannend und bestimmt auch für Sie mit ganz vielen Emotionen verbunden. Das ist eine Lehrmethode, die hat von Challenge geschwärt, die eben mehr auf Kompetition aus ist. Wer das da nun unterscheidet zwischen den Challenges oder Challenges, an dem wer den an der Schule lehrt? Ja, denn große Punkt ist halt den, dass ein kompetitiver Charakter da hat. Sie wird bei der First Lego League oder bei der Junior Robin Challenge. Es schafft nur ein Ziel hin, über einen gewissen Zeitraum. Die First Lego League, du schaffst den 1,5 Trimester drauf hin. Bei der Junior Robo, das ist ein bisschen mehr kurz, das sind 6 Wochen. Und das ist eben die Dauer, wo ihn sich mit einem Thema beschäftigt. Und probiert den Expert auch in gewissen Art und Weise dran zu gehen, sich Kompetenzen unzueignen, an die du noch, an einem Kader von einer Kompetition, im Vergleich mit anderen, sich dann an Kompetition zu stellen und dann zu gucken, wen hast du da den besten. Und das ist ein enormer Motivationsschub, das gibt kann ein enormer Motivationsschub an, ja, hilft ihnen noch, Grenzen zu verwandeln. Diese Fleisch, wenn sie in der Schule sitzen, auch berieselt gehen, so ich mal ganz lapidar, nicht immer der Fall, sondern voilà, bei den Challenges ist das aber schon echt der Fall, dass sie probieren, das Beste rauszuholen. Oder vielleicht sogar drüber zu gehen. Das ist vielleicht die Sache von der Theorie oder von der Praxis, eventuell. Ja. Es gibt Berührungspunkte zwischen dem, was die Instituteur und die Institutrice spezialisiert in Kompetenzen numerik den Jungen können anbieten, an eben den Challenges, die dir gerade beschrieben hat, Herr Hoffmann. Wir gehen doch unterschiedliche Kompetenzen am Coding, wie zum Beispiel bei der Junior Robot Challenge, die so entwickelt gehen, oder sind das immer per se dynamisch? Nein. Das sind nicht immer per se dieselben, aber grundsätzlich sind leidet schon am nämlichen Kader. Die hat ja von dem 4K-Modell geschwärt. Und ich denke, dass das 4K-Modell an diesem Bereich eigentlich zernehmen wir. 4K, der nächste K aus Kreativität. Ich meine, wenn ich gerade vorgestellt habe, sie designen die Roboter, sie müssen ihn umbauen. Das ist Kreativität, das ist ein enormer Faktor bei den Challenges. Sie wird für das Lego League oder für Junior Robot Challenge für beides. Kommunikation, sie müssen an Gruppen zusammen schaffen, sie müssen die Menge nur lauschen, sie müssen ihre Standpunkte können vertreten. Dann noch Kollaboration, das ist auch ein Peer-to-Peer-Learning dabei. Den einen weiß vielleicht etwas, bringt dem anderen bei. Und das ist nicht nur sein, ja immer, den ihnen genau erklärt, so funktioniert, du musst alles so machen. Aber sie kriegen das von einem Gleichaltrigen kriegen sie das vermittelt. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Und natürlich auch kritisch denken und problemlesend denken. An den 2 Challenges wird das enorm gepusht. Und das ist ein wesentlicher Bestandteil auch von der Junior Robot Challenge. Voilà. Bei der Junior Robot Challenge, da ist das Wort Robot dran. Ne? Schön gesagt, wir erklären relativ viele Begriffe, auch automatisch, was ja absolut eine Notwendigkeit ist in der heutigen Materie. Robot ist aufgelegt vom tschechischen Wort Robota, das heißt Erbischt. Ursprünglich sollte dann ein Roboter den Mensch Erbischt vereinfachen oder sie sogar ganz viel machen. Der dreht aber heute einen Prozess um, an dem es der hier geht, an der so zu den Jungen, dass sie sich so bewegen wie Roboter. Wieso? Genau, das ist richtig, was er sagt. Ich muss wissen, am Alltag beginnen wir immer mit Robotern.
Und das, wie der Claude Offer ja gesagt hat, oder bei Jill, ich weiß nicht genau, sie hören hier selbstverständlich hin, verstehen aber nicht, was das Funktionament dahinter ist. Ich gebe ein kurzes Beispiel, die Rasenmäherroboter, Saugroboter, die am Haus fahren, ein Panoplie von Robotern, die uns am Alltag begleiten. Aber uns wäre halt wichtig, den Kanner zu vermitteln, was steckt dahinter an, wie kommen wir auf den Punkt, dass die so funktionieren, wie sie funktionieren. Und da wäre für uns eben halt wichtig, den Kant an die Position zu setzen, durch das selber erleben, es besser zu verstehen. Weil der Kant muss an so einen Troll schlüpfen, muss lernen oder verstehen, wie kommuniziert ein Roboter. Ich kann eben einfach so, fuhr du an den Eggern Staubsaugt. Nein, das geht nicht. Du musst ihn, die Sensoren, muss ihn ein bisschen näher nehmen oder ein bisschen gucken, was brauche ich überhaupt für Roboter zusammenzubauen. Und das ist ein ganz komplexes Thema. Und an dem es mit Kant an der Junior Robot Challenge an Position von einem Roboter stellen, lehre sie es durch Bewegung. An, durch den eigenen Körper lehren sie halt, sich, wie ein Roboter funktioniert und was der Stoff hier braucht. Um noch das Bewusstsein vielleicht zu entwickeln, eben für sich mal an die Haut von einem Roboter zu versetzen. Ja. Das sind dann die Mise en Situation, die sich eigentlich immer gut bewähren. Roboter funktionieren aber von allem nur einem gewissen Algorithmus, was nicht der Fall ist von einem Mensch oder noch nicht, oder das ist schwer für einen Mensch. Ne? Gilles, ich sehe, die wollte bleiben so spontan. Nein, am Anfang nicht mehr. Schreck gemeint. Dafür kann ich da sprechen, von der Tisch. Ja, ein Algorithmus. Ich meine, müssen leider auch da draußen, also Nullausstrahl, kurz erklären. Ein Algorithmus, wer erklärt mir dann an der Grundschule? Das ist ganz einfach. Ein Algorithmus von denen überall. Ein Algorithmus als ein Backrezept zum Beispiel. Das heißt, muss ich einen bestimmten Auflauf verfolgen, eben für nur sein Produkt final zu kreieren. Das kann ein Rund sein als Beispiel. Oder ein Müffelsteck zusammenbauen. Das kann man bestimmt schon Eltern, die haben nur geguckt, wenn sie ein Müffelsteck abgebaut haben. Das heißt, du musst ihn genau, kann ich nicht nur mit der Tier durchstehen und weiß nicht, wo sie hinkommen. Dann hören sie, wo der Test vergisst. Das heißt, ein Algorithmus nicht richtig angepasst und auch nicht richtig nur vollzogen, auch noch nicht durchgeführt. Voilà. Darauf kann ich schon so, und der Mensch kann den Algorithmus ausführen. So, guck mal, das dann auf die Kanner rauf, vom C2. Natürlich ist das ein bisschen mehr komplex, ein bisschen mehr schwierig für sie. Nicht nur die Kleinen, auch die Nervösen, dann hat eigentlich Tendenz, den Algorithmus mit der Zeit, dass du mehr auf den Mischt, ihn zu verändern. Uns vereinfachen, uns adaptieren. Und noch kann er machen das. Und auch an der Challenge geht es eigentlich darum, wirklich das zu machen, an was der von seinem Programmierer gesagt hat, der Roboter, an der Junior Challenge, genauso wie auch von der First Lego League, ich meine, wenn der Programmierer den Roboter falsch programmiert, dann möchte er nicht das, was er will. Und das ist den Debugging, wo Jill Fiesser gesagt hat, den extrem wichtig ist, am Algorithmus eben dann auch, und auch nicht zu frustrieren. Das ist eigentlich erst all die Begriffe. Ich unterbreche nicht ein bisschen kurz, wenn man nicht sieht, weil die anfangs kein menschlich wird, aber nachher, die immer mehr Menschen, die so, wenn sie mit sind, sprachen Debugging oder so, das tut sich so rangeschlagen an der Sprache, für dann eben noch Emotionen zu beschreiben, ne, von verschiedenen Sachen. So, lo, darf dir. Ja, ich wollte eigentlich noch darauf angreifen, dass, also darauf angehen, dass ein Algorithmus eigentlich just ein logisch reihen falsch aus für Schritt, wo ein 100 die Männer kommen, dass es Befehler sind und dadurch, dass das kann er sich dann an Troll vom Roboter setzen. Also für sie auch wichtig, die handlungsvollisch anzuhalten. Dass es auch wichtig ist, zu erkennen, dass die Schritte müssen eh nur anderen ausgeführt gehen und dass sie nicht eh kann waschlosen oder beim Laschen aufhängen. Dass auch das ein wichtiger Prozess dabei ist, für das zu verstehen, wo ihn dann auch ein Mensch auf den Alltag oder auf andere Sachen kann aufwenden, wenn ihn das möchte. Wäre das dann nur den ultimative Büt oder wäre das das, weil die sollt mal die Wäsche drohen, in dem Sinn bei einer Junior Robot Challenge oder einer First Lego League mal gemacht hat? Boah, im allerbesten Fall hat den Molin helle wohl Spaß. Weil dass man das alle echt, was die zwei Challenges sollen vermitteln. Spaß nicht nur am Sinn von mit den Kollegen etwas Flottes machen oder mit den Schulkameraden, sondern auch am Spaß im Sinn von Forschen. Spaß und Forschung, Spaß zu zoomen,
Flottziel zu erreichen. Ziel aus halt, die meisten Punkte zu sammeln, aber auch neugierig gehen. Kann er muss eine Möglichkeit tun, sich an allen Domänen ein bisschen ranzuschnuppern. Und vielleicht findet den einen oder den anderen seinen Platz für seine später berufliche Karriere und durch so ein Projekt. Voilà. Und der wesentliche Vorteil von diesen zwei Challenges ist aber auch nach denen, dass alle Kant an diesen Challenges seinen Platz kann finden. Sie wird nur für den mathematischen Bereich oder für den künstlerischen Bereich oder am spruchlichen Bereich. Alle bei Challenges bieten eine Möglichkeit, dass alle Kant sich da positionieren kann und singen Einträge kann schaffen und sich da kann verwirklichen. Gibt es Fälle, wo das nicht möglich ist? Wo kann er einfach so oder wo der merkt, das geht nicht. Oder also die drängen zugänglich, das ist eigentlich ziemlich positiv. Ich starte froh. Also ich habe nicht gemerkt, dass es nicht so gehen soll. Ich dürfte gerne mich gerne in der Runde verbessern. Wir schaffen an dieser Schule mit Panoplie Fukana. Die Jungen sind künstlerisch mehr angehaucht. Die anderen sind am Codieren, an der Logik mehr angehaucht. Und Siegfried hat aber ganz schnell seinen Platz gefunden. Und ich habe auch gemerkt, dass während dem Projekt keine Gruppe gewechselt tun, wollte ihn rausschnuppern. Und ich fand, das dürfen wir auch nicht verwehren. Und so auch da rausschnuppern lassen, weil, wie weiß, den einen für den Talent irgendwo wurde, was du selber mal nicht weißt. Und du entdeckten das vielleicht. Von den Lohe kann an der Grundschule observiert, die von Anfang an Coding gelehrt tun. Was ist dann der Moment für euch das ideale Resultat? Was ist das, worüber dir ist Fried, wenn da dann ja gesehen, was da entsteht, was da sich entfällt alles? Boah, ich kann kurz drüber schätzen. Also das denn, ich gehe immer von dem Standpunkt aus, dass du echt drin aufhängst, dass du mehr sehen, desto mehr einfach können die Einzelkonzepte vom Kant verinnerlicht gehen. Mhm. Und dafür so, ich muss ich nicht an der Spielschule schon aufhängen. Es gibt noch die Möglichkeiten, wo ich kann aufhängen. Verstehen einfach die Enseignanten, die vielleicht ein bisschen zurückhaltend sind und sich nicht direkt an das Thema wollen rantrauen. Mit dafür gehen da als ICN, die ihn da gerne kann kontaktieren und irgendwo bestimmt helfen. Es gibt einfach, wie ich gerade präsentiert habe, die verschiedenen Challenges, die außerhalb von, also die auch raus aus der Klasse gehen, die einem da können. Können eine Hilfe sein. Ein wichtiger Punkt ist auch das Iterieren, wo Chilo schon darüber geschwärmt hat, und noch den direkten Feedback. Oft ist es so, dass ihr merkt, dass man kann das dann zusammenbauen und dann fängt man mit den nächsten Codeier für sich, die Freude, die diese Hunde, wann Apps funktioniert. Aber direkt und nur können aber trotzdem die Motivation, das weiter zu perfektionieren. Und das ist eigentlich immer ein Auf und Ab von den Gefühlen ein bisschen. Ne? Dann haben sie, ich hab's gepackt, du musst das nichts. Und dann, das funktioniert immer. Dann, ich meine, das ist auch das Spiel von dem Positiven und Negativen, was kann er auch da drunter hält. Und nicht direkt frustrieren lässt, weil er so die Magie von dem Lego, von dem Robotik-Konzept so da um Ball hält. Und da kommen ja wahrscheinlich auch ganz viele Charaktereigenschaften an Spielen, die dir dann auch observieren. Dann da geht es dir dafür eher spannend. Da kommt ja aber auf das Trick, was er gerade gesagt hat. Und da stellen sich froh und Jill Anise, wie geht er mit Reticenzen um von eventuellem Lehrpersonal, was sagt, nee, ich traue mich nicht darum. Und die Suggerung, ich kann mir vorstellen, dass dann mal zu verstehen gilt, wieso an den Kontakt zu kommen mit der Person und ja, die Angst zu spüren. Ja, ich meine, das ist so mit einer von unseren Rolle, wo wir können mal überholen für dadurch, dass wir mit können, mit einem Senior, mit dem Lehrpersonal an die Klasse gehen. Für das Coaching zu machen, dass man dann auch die Einsperrungsängste vom Material können holen, auf den Martinen zusammen zu gucken, wie können wir das umsetzen, wie kann ich das ersetzen. Ich denke auch, dass wenn bei einer Schule ein Projekt lanciert, das an die Enseignanten gesehen, wie flott es kann sein, dass du sehr sich Ängste aufbauen. Mhm. Und das, ich meine, wir müssen den Enseignanten noch Zeit geben, dass das löst sich an der Schule implementiert. Und wir sind auch ganz zuversichtlich, dass in der Zukunft dass den Effekt von der
Learning by Doing und auch Doing and Learning. Ja, dass das ganz wichtig wird Sinn und desto mehr wir an den Schulen das initiieren, desto mehr Leute das an den Schulen gesehen, desto mehr erfolgreich wird auch das ganz kreieren und das auch mehr verbreden, mehr einfach verbreden. Und dies mir die ganze Zeit über die Sujet schwätzen und so weiter, möchte ich etwas breit wie Lauffeuer, das nennt sich Digital Literacy. Und das ist etwas, das können die nicht mehr lernen, heute ist das. Und so ist es dann auch hier am Land, das ist unter dem Schuljahr 2021, 2022 an der Lycée ein Fach Digital Sciences. Gibt. Und die ersten Schüler, die von Satyam und das Fach hatten, und Lob, Satyam sind, den wollten wir mal ein bisschen auf den Sand filmen. Wir wollten hören, wie geht es denen? Du hast dann Alexandra, Fatima, Telena, den Amaren, den Seid von der Sankem Genulint aus dem LTL, also von Lalling. Wie gesagt, wollten wir von ihnen wissen, was ihnen dann in diesem Fach am besten gefällt, was sie meinen, dass das Fach ihnen für ihr Leben bringt oder kann bringen, an, ob sie sich können vorstellen können, mal einen Beruf rauszuwählen, an dem sie das, was sie an den Digital Sciences oder Science Digital gelehrt haben, können gebrauchen. Und hier ist hier ein ganz flottes Témoignage. Am besten hat mir gefallen, dass ich mit meinen Kollegen zusammen experimentieren kann. Verschiedene Sachen machen, die ich an den anderen Schulen nicht gesagt habe. Dass man die Roboter, wo man so kleine Bullen hatten, wo man konnte rundherum fahren, und das hat mir am besten gefallen. Die beste Sache, wo ich in Digital Science war, wo wir mit müssen den Roboter programmieren, wo wir müssen zum Beispiel so ein viele Schritte ich muss noch hier oder noch hin oder wie viele Grad ich muss sich noch hier oder noch links drehen. Wenn man die Roboter selber programmiert tun, dass sie zum Beispiel tanzen können oder Noten machen. Also einfach frei, dass du nicht eine direkt schriftliche Prüfung ist, mehr dass du auch mal selber experimentieren kannst, ein bisschen wie im TP und der Bio. Was meinst du, bringt dir das Fach? Schwer zu sagen, also. Er hängt doch ein bisschen auf, wie ich beruflich mache. Wenn ich mich nur mit Robotern beschäftige, will ich doch schon viel mehr. Am größten Leben gibt es nicht schon so, dass es vieles gibt. Ich meine einfach besser, um am Computer hinzugehen und mit digitalen Sachen. Boah, das kennt ihr vielleicht an der Zukunft, wenn ich denke, arbeite ich mit zum Beispiel an der Info. Ich so als Informatiker kennt ihr vielleicht auch etwas beigelehrt haben oder. Für. Zum Beispiel meine Arbeit an der Zukunft, kann ich wo an der Science wollen für die Zukunft lehren und so weiter, mehr für mich nicht. Von den Apps mit Technologie oder Info machen, dass ich weiß, wie ich einen Roboter programmieren kann. Gehst du durch gesehen einen Beruf wählen, wirst du die Sachen, die du an dem Fach gelehrt hast, kannst du benutzen? Also mich interessiert Geschichte. Ich will auch später mal die Geschichte machen und so. Für mich nicht mehr. Ich könnte mir vorstellen, dass andere Leute durch mehr Erfahrung kriegen, für eine neue Sektion besser schaffen zu können. Ich meine nicht, mir das interessant. Und ich ehrlich bin, nein. Ja, du mal vieles hören, experimentieren, programmieren, Roboter, besser mit dem Computer umgehen, Informatiker gehen, Freiheit. Das finde ich ganz schön. Fand. Und auch habe ich das Gefühl, dass viele Junker das ganze Fach mit Berufe in Verbindung setzen, die technisch sind. Ist das so? Ist das schon so Gefühl, weil du schon Glück schreiner? Das ist effektiv so. Ich wollte im Schüler noch etwas suchen, ja. Was die Schüler, man hat von der Grundschule geschwärmt, man soll raus sollen, das ist effektiv, dass sie das ganz auch transversal gesehen und das ist die Schwierigkeit, an der wir an unserem Beruf, mit der wir immer konfrontiert sind. So, ich bin ja alle Basis Französischprof und der Mensch, was wir hinten am Kur, was auch für ein anderer Spruch, Englisch oder Deutsch, gilt. Aber sie machen nur ganz oft Rapporten, doch von den hinten seht, sind ja auch am Französischkurs, also ist das just für den Französischkurs gut. Und selbst, dass es mit Digital Sciences oder der Coding, sie sehen nicht immer direkt, was transversal ist, was sie können aufwenden auf den anderen Gebieten, wie das logisch denken, problemlösend denken. Mhm. Und ich meine, das ist noch ein langer Weg, den wir führen, also, wo aber sowohl den Coding an der Primärschule wie auch das Fach Digital
Science ist wichtig ist. Sie merken noch nicht, sie haben vor 3 Jahren und es geht ganz viel drum, am Fach ihnen zu weisen, was ist die digitale Welt, wie funktioniert sie, wie kann sie da helfen, wo sind Gefahren. Und dann hören wir an den Témoignagen, das ist ein kleines Echantillon, aber ja, ich will etwas machen, wenn der Computer nicht so wichtig ist. Und, ich kann mir heute nicht viele Berufe vorstellen, wo das Digital nicht eine Rolle spielt. Mhm. Und das realisieren sie noch nicht und das könnte wahrscheinlich mit der Zeit. Und du hilfst dir dann das Spielrecht, wo wir für drunter angegangen sind mit Herrn Hoffmann, dass sie neben über das Spielen ja, ganz viele Charakter-Eigenschaften kennenlernt, aber auch wichtige Kompetenzen kann beibrücht kriegen über TV. Ich denke, dass bei den Kompetenzen, wo neben dem Spielende Lehren, an denen auch Kernkompetenz, die wir auch gespürt haben, dass es auch immens wichtig ist, was kann er davon drohen, wenn sie können, frei experimentieren, wenn sie können, ausprobieren, selber durch Learning by Doing etwas machen, dass sie Selbstwirksamkeit erfahren, also dass sie selber merken, dadurch, dass ich das so gemäht habe, und ich durch mein eigenes Handeln erfolgreich und eben so lehren, dass ihr Handeln etwas bewirkt und dass sie können das weiter ersetzen für an ihrer weiteren Zukunft. Wo sie gesehen haben, durch das ich etwas mache, geschieht auch etwas anderes. Ich habe schon die Programme geschrieben und dafür ist der Roboter auch gekommen. Das ist wirklich die Selbstwirksamkeit, die kann er noch erfahren dabei. Das stößt aber noch ein bisschen an Kanner schon. Jetzt müssen wir mal auf die Témoignagen gucken, die wir hören haben. Bewusstsein, dass Zukunft auf viele Bereiche von der Technik, von den Kompetenzen, vom Computational Thinking geprägt werden sind, dass das absolut nötig ist, dass noch nicht richtig wirklich ankommt. Kann ich das so sagen? Ja, und das war auch eh von den Urregungspunkte für das Fach Digital Sciences auf Bein zu stellen und auch für daraus ein eigenes Schulfach zu machen und nicht zu sagen, an denen Fächer müssen die Thematiken angeschaut gehen, mehr alles ein bisschen auf den Weg an ein Fach draus zu machen. Mhm. Weil wir auch wissen aus Erfahrung von anderen Fächern, wenn in einem seht, hey, probier das noch in ihrem Lernen zu machen, da geht das oft Laie gelos. Und ich meine, hier ist dann obligatorisch, es muss gemacht gehen, und es steht als Fach, du also hast ihn doch am Kopf. Mhm. Ich kann eigentlich kurz Digital Sciences erklären. Ja, ja, was fließt alles voilà. In den was denn Begriff? Naja, wir sind am Anfang von der Kompetenz vom Medienkompass ausgegangen und überlegt, was wäre da wichtig am Lycée, mit davon zu drohen, an unserer digitalen Welt. Und wir hatten uns da auf unsere 6 Achsen oder 6 Themenbereiche fokalisiert, die während all Jahres alle guten Enkeier angeschwert gehen, zum gleichen Standpunkt. Das heißt, wenn man ein Schuljahrhöhle wird 36 Wochen hat, hat dann alle Thematik 6 Stunden so gut. Das ist die genau zum in all derselben Stelle wert. Du mal einerseits Maschinen, wie kommunizieren sie mit denen, wie gehen sie codiert, da sind noch Algorithmen mit dran. Den World Wide Web, Internet, wie funktioniert Internet, dann die Informatiken an die Gestion, wo auch dann noch ein Algorithmus mal drauf lässt. Und noch Datenschutz und so Sachen. Ne? Datenschutz, ja. Genau. Spiel, analog und digital, wie funktionieren Spieler. Natürlich auch KI, künstliche Intelligenz, was heutzutage ein großes Thema ist, und dann eben noch Robotik. Und was das auch wichtig war, das war, die 6 Themenbereiche alle so zu schwätzen und noch zu gucken, dass einerseits eine Wissensvermittlung da ist und dann auch ein Savoir-faire, das ist eine praktische Applikation, und ein Savoir-être, das heißt ein kritisches Denken, eine Observation,
Für wer das da die Welt gut? Für wer soll ich es benutzen? Wo sind die Limiten und Gefahren von der Sache? Mhm. Die Schüler, die wir hören, und das sind eher Schüler aus dem LTL, von der Psenke im Sinn. Eigentlich sind das Personen, die als ich am Zickel feier Erfahrungen mit dem Coding gemacht haben. Hat das immer dazu dienen, dass sie nicht von Anfang an das Manier zu denken vermittelt wurden oder kann ich das dissoziieren? Da tut man nicht oft so in Blanc, wo jeder in ein Kehr überlebt. Also, die Frau kann die vielleicht auch nicht das drehen. Oder es kann sogar eine Erklärung sein, ob das, was dir schon gesagt hat, Gilani, dass ich eigentlich frei aufhängen soll. Dass es wichtig ist, bei der Idee zu bleiben, dass die Kompetenzen am Fundamental schon vermittelt gehen. An der Grundschule. Also, ich kann nur auf Menge Personen her schwätzen. Also, das ist durchaus ein Thema an den Schulen. Und mir geht es einfach vom C4, dann sind dann die sozialen Medien, die omnipräsent sind. Mir geht es schon, dass dann ein C3 bis Ruf geht. Das ist auch durchaus kann. Da muss man Kontakt kommen. Aber es ist die Gefahren, die nicht so richtig bewusst sind, die da können dann drin entstehen. Und ja, das ist etwas, wo man so sein und das darüber bewusst muss sein, aber auch das Ugoen. Und wir müssen uns auch bewusst sein, dass die Evolution immer mehr schnell geht. Und als Schule, also das ist eine riesige Herausforderung, der Evolution handeln zu kommen. Desto mehr schnell das geht, desto mehr schnell muss ich natürlich auch darauf reagieren. Und das ist nicht immer so einfach. Mhm. Eigentlich, ja, wir haben das schon ein paar Mal gesagt, wir benutzen alle guten, all die Tools, die uns das Leben ja irgendwie vereinfachen. Wir benutzen sie bei weitem nicht immer, indem wir uns immer die Frage stellen, ob wir dann die Util genug haben frohen. Ne? Ja. Ja, ich wohne nicht einfach zu sagen, dass wir alle guten Heibannen, wir sind mit dem Learning by Doing groß gehen. Ne? Wir kriegen irgendwann ein Computer für uns oder ein Telefon an den Graben, du magst dich, okay, Lolo, guck mal, dass wir lernen, wie das geht. Das ist, was ich will sagen, ist, dass die ganze Science digital, wie das so erklärt hat, auch ich, dass extrem wichtig ist, dass ich wirklich mit der Definition aufhängt, dass jeder noch weiß, was das bedeutet und was für ein Frohen in sich auch zu stellen heute von den Abrehrung könnt mit den UTN. Ja? Ja, was meinen wie auch gerade gesagt, gehen, dass wir sind ein bisschen dumm und da groß gehen, nur an nur die Sachen beikommen, weil durch Digitalisierung, Internet und so geht. Ich meine, wir im Studio sind noch ein bisschen interessiert gewesen. Das ist, wir haben das ganz matt gemacht, wir wissen ein bisschen, wie es funktioniert. Und hat das für die Jungen gedacht, das Wort Digital Natives benutzt. Wo wir uns dann denken, ah, dass die Leute, die sind dumm und groß gehen für kleine Hunde, die wissen, wie das geht. Aber wir merken aber immer mehr am Alltag, dass sie echte Konsumenten sind. Sie haben die Sache, sie benutzen sie, aber sie wissen nicht richtig, was da drüstet. Ob das durch das Funktionieren ist oder ob es effektiv die Risiken an Nutzen sind. Und dafür hören die wahrscheinlich auch, wollt ihr eine Person, Madame Anissé? Ja, ich wollte eigentlich sagen, dass es doch wichtig ist, dass keine Medienkompetenz kriegen und dass dafür die Wolle von der Medienbildung wichtig ist, dass sie sich dafür interessiert, wie eine Medienwelt und kann er eigentlich auch wie beholen und verhalten sie sich an der Welt. Und kann er eben auch ihre Familien sollen sich dann nicht nur die Vierdeler von den Medien bewusst sein, sondern auch den Gefahren und den Nudeler. Das ist, wenn man nur vom Computational Thinking an der Grundschule schwätzen oder überhaupt Medien an der Schule ansetzen, geht es doch immer darum, ja, man kann darauf anzugehen, wie sie die komplexe digitale Welt verstehen können und wie sie sie auch kritisch bewerten können. Das ist auch das, was abgreifen. Will ich mich an der digitalen Welt verhalten und wie kann ich mich an hier verhalten? Was lust nicht so oder was nutzt nicht nicht? Und kann er lo an Herrn Noor als Erwachsener, sondern sie können abgeklärt selber desideren können an Entscheidungen zu ihrem Verhalten und zu ihrem Nutzen von der digitalen Welt treffen können. Ich denke, statt als abgeklärten Nutzer gestalten mit den Medien und nicht just
konsumieren. Und das werden sie konsumieren, auch kritisch bewerten und dann auch froh können. Das wird dir erklärt, das kann ich vielleicht gut belichten mit dem Satz, den Docs zu hören. Also, für was lehren wir Low-Coding an der Grundschule? Wir brauchen ja auch noch andere Berufe, wie just zum Beispiel die vom Programmierer von der Technik. So ein was antwortet ihr da drauf? Also, wir wissen ja, halt Bannen, lo, mittlerweile, das ist nicht so, dass da sind, eine Panoplie von, Berufen kann angehen, vielleicht sogar noch besser, wenn ihr, eventuell, Coding gelehrt wird an der Schule. Was antwortet ihr denen Schüler, die euch dazu? Ja, das kann ich ein bisschen die Analogie machen, zur Musik, dass wenn man Musik als Fach an der Schule und das das auch nicht als Ziel hat, lauter Musiker auszubilden. Und so als Heimaten auch, habe ich schon ein paar Mal gesagt, es geht darum, die Kanner zu weisen, auch mit Codieren an Computational Thinking, werden sie alles selber erreichen können, an ihnen ein Bewusstsein von ihren Kompetenzen zu vermitteln. An ja, eben ihnen zu weisen, dass sie Fähigkeiten haben, Probleme können zu lesen. An eben ja, die Welt, an der man Liebe verstehen zu können. Mhm. Dass sie ja, handlungsfähig bleiben. Vielleicht noch gerne ergänzt. Ja, die Diskussion hatte ich effektiv schon mit Schülern, die da kritisch gefragt haben, okay, was bringt man das Programmieren? Und es gibt schon den fundamentalen Unterschied, ob ich, wann ich programmieren kann oder eben nicht. Wann ich programmieren kann, da kann ich mir selber ein Gerät so bauen, also entwickeln, dass es so funktioniert, wie ich es gerne hätte. Kann ich nicht programmieren, bin ich immer darauf gewesen, etwas Fertiges zu kaufen. Ich kann das so nutzen, wie die Programme, die wir gesehen haben. Ne? Wie so oder das, das ist immer irgendetwas, was einem nicht gefällt. Ne? Hm. Und da bin ich dann im Moment, ne? Kann ich aber selber programmieren, ne? Ob man es zum Teil, ne? Verschiedene Bereiche, kann ich mal Sachen genau so machen. Und das hat einen extremen Reiz aber für ihn, den Technik interessiert. Das, das ist schon das ist am Anfang der Reiz vom können coden oder nicht können coden. Das ist effektiv ein ganz interessanter Aspekt, den du beliebst. Danach fällt das ganz dir all drum in den Überbegriff Digital Sciences. Luc Schreiner, die sind am Arbeitsgruppe für das Fach, für am Lise eben das Fach mehr auszuschaffen. Zentrum der Rentrée 21-22 aus dem Programm, wie wir gesagt haben. Wie ist das Programm abgestellt? Wie geht das Fach behandelt? Ja. Ja, an sich gibt es ja keine Leute, die das Fach an sich studiert haben. Mhm. Du weißt, sind wir auf dem Weg, dass wir an den 6 Themenbereichen, die ich vorher genannt habe, Alkeas Modellsequenzen aufgebaut haben. Das ist der ganze Kurs mit Bilder für die Schüler und Fascikel für den Prof, wohin sich kann orientieren. An mir bieten zu all den Sequenzen und auch Formationen, wo die Profen sich können melden. An für die Profen, die das Fach gehen, geht es wirklich quasi durch die Garde. Es sind Französisch-Prof, es sind genug Kunst-Profen, die es machen. Da war am Anfang auch eine gewisse Abklärung selbst zu machen, weil dann durchgehen, dass wir das können, just Infos-Profen oder Mathis-Profen halten, was gar nicht der Fall ist an sich. Ja, also das gesagt, ihr habt auch in großen Kunsthäusern unter dem Feld, wie KI oder Augmented Reality kann helfen, Römenkehr, die Mise en Situation dort bewirken, wo ihn effektiv dann bemol an einem Künstler, einem Atelier aus über die KI etc. Ja, das dann eben für die Welt, was für ein Zugriff kriegt, auf die Welt. Das ist, es muss auch kommen an Grundschule bei denen Mionken auch, dass Coding etwas Unumgängliches als an dieser Welt. Da sind wir alle guten d'accord. Dir persönlich würde dich für Robotik interessiert. Für was? Weil dein Spiel, Sarah. Da sind wir rein beim Spielen. Ja. Das ist effektiv. Und das merkt man auch bei den Schülern, dass der Fett, dass ich etwas kann bauen, mit den Händen aufpacken, nicht gesagt, in direkt ob es funktioniert oder nicht. Ich meine, eine Rolle bei den Témoignagen von den Schülern, mir mit Roboter geschafft oder gespielt, das bleibt hängen, weil es etwas ist, was spielerisch ist und praktisch, kann nicht mit den Händen greifen, das nicht so mehr kann. Das ist auch das, was mich gereizt hat.
an es sind auch ein Robotik gegangen, wie ich glaube, mit den Schülern drüber gehen, ich wusste nicht davon. Ich kann auch kein Codierspruch perfekt. Ich habe mich bewusst über die Jahre angelehrt, problemlösend zu schaffen. Mhm. Ich denke, dass mein Roboter das möchte. Wo gehen schon meine Ressourcen sichern, wie das funktioniert? Voilà, und du weißt, war uns mit Robotik am Makerspace in der Show angefangen. Und du, wo ich an der Gruppe der Arbeit Digital Sciences gekommen bin, habe ich mit der Volley Robotik da weitergemacht. Das tut ein Grenztür und das, was Claude Lullingen, den ich das gesagt habe. Wenn ich weiß, wie es geht, da kann ich mir auch ein Tailor-Made-Tool bauen. Und ich weiß genau, wo ich mich drin zu halten und was den Tool dann bewirken kann. Und was nicht. Ich komme rum, auf ein Programm zu schwätzen. Den Programm von Digital Sciences, den uns nämlich aufgebaut gehen, von Satyam bis Sankyam. Was könnt ihr alles dran? An dem Programm? Lo an der Robotik oder überall? Überall. Überall. wie ich vier gesagt habe, wir schaffen auf denen sechs Bereiche, die aber auch nicht klar definiert sind, wie ich vier gesagt habe, mein digital Welt an ist, also Themenbereich, wo dem Algorithmen, Banken der Donne geht, und dann Computerspruch geht aber auch mit darüber, der Test. Das ist schwer, zwischen den einzelnen Themen durch klare Grenzen zu setzen. Ich hatte wieder gesagt, ja, Internet-Funktionament, da geht es auch basisch von, wie ist ein Netzwerk aufgebaut, bis hin zu, was sind soziale Medien, was sind Influencer, was sind dort Risiken. Beim Spiel ist es selbst, da geht es nicht nur darum, ein Spiel zu programmieren, sondern auch zu gucken, was ist ein Spiel à la base, was möchte ich interessant, für was benutzen ich es. Bei der KI auch, da sind technisch Wissen an drin, so wie den KI angelehrt, aber auch, wo kann ich sie heute verwenden und auf was muss ich aufpassen, wann ich sie verwende. Bei der Robotik, da geht es darum zu gucken, was sind Roboter, wie funktionieren sie, was sind hier Vorteile und hier Nutzen, und auch zu gucken, wo sind hier Limiten und wo sind die Risiken, wo man dann auch an rechtlich Fragen, an ethisch Fragen schon rangehen. Auch eine Kombination mit der künstlichen Intelligenz, wenn ich an selbst von Autos zum Beispiel denke. Dann die vom selben fahren, mein Dialog. Ja, Auto, die vom selben fahren, genau. Ja. Da kommen eine ganze Reihe ethischer, rechtlicher Fragen bei uns zu. Ja. Ja, die müssen rechtlich geklärt gehen. Das können wir noch nicht erklären. Das wissen die auch noch nicht. Mehr effektiv, das sind Sachen, also größere Herausforderungen, die nach dem ganzen Sujet erneuern. Das war von Satyam bis Sankyam. Aus der Nolo, auch das Fach, auch noch von Katriam bis zur Premiere ausgeschafft wird. Also die Frau ist noch schon öfters abgekommen, die wird auch weiter diskutiert. Ich heiße nicht auch ein Kontron zurück, weil dir meint, aber es müsste weitergeführt gehen. Wenn ich den Programm an einer Fächer gucke, sind es aber Themen, die bleiben da. Ob sogar ein Premiers Examen gehen, aber vorgestellt oder den Text präsentiert, der mit Robotik zu tun hat, oder noch mit künstlicher Intelligenz. Ich muss eben dann mit den wie ich wieder gesagt habe, den ethischen oder rechtlichen Wolle. Komm, ich schwätze noch nach über Smart Technologies, für noch einen weiteren Begriff, Fachbegriff an Tron zu gehen. Ja, das sind die automatisierten Prozesse, Robotik und technologische Neuerungen, wenn sich dafür interessiert. Ja, den schwätzt eigentlich von Smart Technologies. 2019 und 2020 gibt es das Formation auf 5 Lyceen Claude Lullingen. Die können uns eventuell erklären, was das überhaupt bedeutet, wenn ihr von Smart Technologies schwätzt. Ja, für uns sind das all die flott modernen Techniken, die uns das Leben mehr einfach machen, aber auch mehr ökologisch machen.
Meint schon ganz overlo haut wird Robotik gefallen, dat eng do als echt eventuell afhält. Die geht auch Kuren an der Robotik. Genau, ja. Mit das aber auch Smart Home, wir bauen alle passive niedrige Energiehäuser, also do also schon nicht schlecht, wenn zum Beispiel Verschattung automatisch geschieht, ne? Das möchte ich nicht, was Smart Home Systeme denken und Sprachassistenten, die wir immer benutzen. Die ganze Kommunikationstechnik, also Eisen-Internet, Eisen-Handy, ne, wie wird da behandelt. Und dann eben ja, erneuerbare Energien für als die ganze Technik mehr ökologisch zu kriegen. Mm-hmm. Die sind eigentlich an der Basis Elektro-Ingenieur. Schon gesagt, die geht Kuren an der Robotik, auch an der Automatisation. Was steht da für ein Diplom vom Techniker an den Smart Technologies aus so einem Programm? Ja, also wenn wir dort Automatisierung gucken, dann denken wir natürlich hauptsächlich industriell Automatisierung, ne, Produktionen, gerade an den westlichen Ländern wird immer mehr automatisiert. Da wird man spezielle Steuerungen geschafft, die müssen angeschlossen, aber auch nicht programmiert gehen. Ne? Das leider die nicht von Haut auf Mund, das brauchen sie. An eine ähnliche Technik können die lösen neues Häuser. Eben die Smart-Home-Techniken. Domotik, ja. Genau, ja, Domotik oder große Gebäude davon, E-Motik. Ja, noch da brauchen die Steuerungsgeräte, die selbst, wie bei der Industrie, auch müssen nur geschlossen programmiert gehen. Das mal in, ja, das die volle Automatisierung. Die hat auch noch der Robotik gefragt. Mhm. Ja, da denke ich mir natürlich echt an die Industrierobotik. Also man hat für am Vierfeld ein bisschen Diskussion. Die Junker Fred, Robotik, da könnt oft den humanoiden Roboter, weil das von der Entwicklungsstand ganz hohen Niveau aus. Ne? Industrierobotik aus geht schon relativ lang. Also das ist nicht Neues. Das sind die 80er hat die Automobilindustrie angefangen und massiv. Der, also wenn ich in dem Fernseher etwas gesagt dann sind meistens die Orange oder die Gierroboter, die dann da ein Auto zu beschwissen, das sind die klassischen Industrieroboter. Gibt ja auch mittlerweile an die Spitäler für Medikamente zu dispensieren. Also. Ja, aber ja, da man operieren, sie ist aber noch ganz vielsichtig. Man operieren, also, so nicht, nein. Sie sind technisch, ja, aber weil da hat dann nicht ein bisschen Angst am Moment für dort zu unterschreiben, dass das wirklich sicher ist. Ja, und das ist die Industrierobotik, da gehen wir effektiv Extrempraxis noch, schaffen da ganz konkret mit einem Industrieroboter, den genauso auch an der Industrie angesetzt gehen, also sie lernen da, wie in der programmiert, aber wenn ich weiß, wie kleine Roboter programmiert, gut, weiß ich noch, wie große Roboter, das möchte ich überhaupt keinen Unterschied. Und da gehen wir schon ein bisschen an Detail. Ja, und voilà, das sind mal die zwei Wollen, die wir an der Automatisierung Robotik aufdecken. Wir haben ein Beispiel von einer jungen Schülerin, ne, die dir ganz gut kennt. Claude Lullingen, das ist nämlich eine von den ersten Schülerinnen an den Smart Technologies bei euch am Lycée. Sie heißt Ornella Imakidza. Das ist eine junge Frau, die ihren Diplom de Technicien Smart Technologies spécialisé en Robotique et Automatisation Industrielle et bekommt am Lycée Guillaume Kroll. Das war im Sommer, am letzten Sommer. Für drin hat sie Ausbildung als Fliegermechanikerin angefangen und es war ein Drama von der Aviation, den sie auf der Weg von den Smart Technologies beurteilt hat. Das ist das, was sie zu tun hat. En principe, la robotique et l'automatisation se rejoignent avec l'aviation. Parce qu'on va vers ça, surtout si, on, par exemple, comme les compagnies Cargolux, ils ont besoin d'avoir cet automatisme-là, pas forcément des robots, mais quelque chose qui s'approche à robots pour bouger tout ce qui est marchandises, pour les mettre dans le cargo, ou comme les, disons par exemple à la poste, pour le tri du courrier, c'est automatisé, c'est presque des robots. Donc, du moyen d'un autre, on peut toujours trouver un domaine dans lequel on peut travailler. Mais moi, c'était parce que ça se rapprochait plus à mon rêve de retourner dans l'aviation. On avait des cours qui s'appelaient le projet. Ça nous permettait on donnait un sujet, de faire des recherches, de fabriquer quelque chose de nos mains, comme faire une citrouille d'Halloween ou un sapin de Noël avec des LED, des choses comme ça, ou comme le projet de fin d'année qui était simuler une maison smart home. En fait, mettre en pratique nos cours. Et c'est ça que j'aime, ce côté la pratique, de pouvoir apprendre la théorie et de pouvoir la pratiquer, non pas seulement de rester dans de l'abstrait. On a eu un stage en deuxième année et j'ai fait le stage auprès de la BCE, RTL,
mais sur leur site de transmission qui est à Younglister. Et j'avais un projet que j'ai réussi, même s'ils ne s'y attendaient pas. Moi aussi, je ne m'y attendais pas, mais comme j'aime les défis, j'ai réussi. Ils étaient contents quand même que j'ai pu avoir un certain résultat qu'ils ne s'attendaient pas forcément, parce que c'était aussi de la programmation. Peut-être au contact de certains profs qui m'ont ouvert les yeux sur certains d'autres domaines où je peux aussi apporter ma pierre, parce que c'est toujours un domaine que j'aime, qui est technique et que je peux toujours transmettre mon savoir en tant que formatrice d'apprentis ou en tant que professeur, ou peut-être aussi en gérant des équipes, ou peut-être en ouvrant ma propre entreprise, on ne sait jamais. Ja, da sind ganz viele Ambitionen, da sprudelt nicht mehr so von Energie, von Ideen, das ist ganz gut. Also ein Diplom, Claude Lüllingen, hat es das eine Garantie für einen Platz zu kriegen? Also wenn wir auf die Demande am Moment gucken, da ganz sicher. Wenn wir eine Cellule d'Orientation hören an der Schule, die alle 5. Schüler, wie es gesagt, dann enkadriert, dann kriegen wir regelmäßig das Feedback, dass du knapp 10% just sich für irgendeinen technischen Beruf interessieren. 10%? Also, und da sprechen wir nicht von Handwerk oder so, aber das geht da bis Ingenieur. Da wird man es für mich als Ingenieur ein bisschen erschreckend. Ne? Wenn man in die technisierte Welt guckt, in der wir leben, dann checkt man das echt da wenig. Ne? Das ist eben eine Realität. Von daher ging es so, okay, die kriegen alle guten quasi vom selben Beruf. Aber das nicht ähnlich wie überall anders das auch. Es muss ihnen auch gut sein, an dem, was sie möchten. Also, ja, wenn man aber nicht standfest ist, ne? Und sind da eben aber leider immer ein paar, die das paar Eliminationen zu schwamm machen oder weil sie eine falsche Vorstellung hatten. Ne? Ja, wenn die nicht gut tragen, dann geht es trotzdem noch schwer, etwas zu fahren. Aber das ist an allen Berufen so. Allerbest stehen Chancen effektiv am technischen Bereich, egal was ihr möchtet, aber aktuell nicht schlecht. Mhm. Wir sind dann am Elektrobereich in Kombination mit der Robotik. Wie stehen Chancen da für Berufe? Können umzugehen. Wenn ihr seht, Schmachen, wenn ihr seht, Robotik ist eine Kombination von Elektrotechnik und Programmation. Aber wenn ihr das bis intus hört, habt ihr dann mehr Chancen, einen Job zu finden? Ja, also die Robotik als Anfang eine Kombination aus drei Sachen. Ne? Das ist die Elektrotechnik, das ist die Informatik, also das Programmieren, aber die gerne vergisst die Mechanik. Ne? Also die ich wenn ein Roboter in Betrieb hat, dass er ganz schnell konfrontiert, damit er den dummen Greifer muss drauf machen, die Menge, den käme immer mit dem Roboter mit, also aber meistens nicht so. Und dann müssen sie sich mal für diesen Greifer bauen, den dafür das, was der Greifer will, 100% passt. Und da ist am Anfang die ganze Mechanik dran. Also von daher sind wir schon relativ fast gefroht. Ne? Und den Überblick, den ihr dann hört, ja, möchte ich da schon für den Marché durchaus interessant. Ja. Die sind auch engagiert bei was ihr nennt Lux Skills. Wir müssen ganz kurz auch noch darüber gehen. Gern. Was bedeutet, was ist das? Lux Skills ist am Anfang die nationale Version von, oder die Lützburger Version von den World Skills. World Skills ist, wie muss ich vorstellen, wie ein Olympiad von den Berufen, wo also für alle Berufe eine Kompetition stattfindet. Eine Riesenorganisation, wirklich, also wirklich mit Olympiad vergleichbar, ähnliche Atmosphäre, ähnliche Zoll und Visitoren, Leute, also schon eine ganz beeindruckende Geschichte. Und das bricht sich dann eben im europäischen Niveau auf, ob Euroskills und im Landesniveau eben, ob Lux-Skills. Ne? Und da sind wir dann an der ja, Kompetitionslogik, ähnlich eben wie die First Lego League. Ne? Und ja, da muss ich sagen, das ist etwas, was wir für 2 Jahre für die erste Kette mitgemacht haben, wo auch für die erste Kette überhaupt die Robot System Integration Competition bei den LuxSkills dabei war. Und die Erfahrung von der Competition, auf jeden Fall die Erfahrung, was man mit den Schülern gemacht hat, muss ich sagen, hat mich schon nachhaltig geprägt und auch nachhaltig motiviert, für die Freizeit dann zu investieren, weil es bei den Schülern nachhaltig etwas bewirkt, was mir an meiner 20-Jahre-Karriere noch nicht so oft gelungen ist. Ne? Aber da habe ich wirklich gesehen, da haben Leute angepasst, da haben Leute von sich aus gesagt, okay, ich will da noch mehr wissen, ich will über den
dem Minimum, den wir an der Schule machen, rausgehen und mehr wissen und das besser können und auf internationalem Niveau mitteilen. Also für mich als vom Pädagogischen hier, die Idee von der Kompetition als etwas, von der Kompetition auch von dem Spielerischen, was ich wirklich muss am Meer behalten, aber ihn schon wirklich etwas bewegen kann. Das ist ein Titel von Lego bis Robotik, Spieles lehren für die Zukunft. Also da haben wir aber wirklich so ein La Boucle. Wir sind da auch gekommen, wo wir wollten. Die sollt ihr was spielen. Also das ist absolut eine ganz, ganz gute Sache, wie sich dann noch wirklich bewährt. Also kommen wir dann noch auf, wie gesagt, die größte Robotik-Woche, die dann vom 24. Februar uns im Forum Gesseknäppchen hier deren abmischt, die ihr dann sozusagen kiescht um Kuras. Und da gebe ich einen kurzen Tour de Table man, mit der anderthalb Minute, der es noch bleibt, für eben anhand von all dem, was wir damit gesagt haben, noch ein Kehr drauf zu pochen. Für was es wichtig ist, die Robotikwoche zu sehen und wie die auch kann ein gewisses Umdenken bewirken. Bei wem fangen wir an? Boah, ich gebe das nicht vor der Greifen. Für dich gebe ich mal Jitwin invitieren, auf die Robotik vorzukommen, enkel umzugucken, nicht nur für das Lego Junior Robot Challenge, sondern auch für die Lux-Skills, sich das umzugucken. Den Entree ist frei. An der Woche von Mittwochs bis Freitag sind Qualifikationen. An Samstag ist die große Finale. Jitwin ist willkommen, gucken kommen, wie kann er sich engagieren, wie sich freuen, und auch den Impact enkel zu sehen, was das selbstforschend lehren, ob kann er kann. Mhm. Will noch ein etwas ergänzen dazu, was Lorei gesagt hat von Pascal Hoffmann. Nee, doch. Herr Lüllingen, ja, also wir haben also von den Worldskills-Skillen, also von den Worldskills-Berufen, die da vertreten sind an der Robotik Week, haben wir eben einerseits, wie schon genannt, die Robot System Integration, andererseits auch die Mobile Robotics, ne, also wir schaffen an der Menge mit einem Industrieroboter. Mobile Robotics, also wie du nur seht, geht um mobile Roboter eben zu bauen. Wir schaffen mal den Pferdchen, sie schaffen, muss man wirklich selber einen Roboter bauen, also ein bisschen mehr kreativ, weil es eben mehr präzise, genau mit einem Pferdchen Roboter, wie dann die Industrie auch raus zu schaffen. Also ich habe es geworden die Woche, dass sicher der Wert für Lunch zu kommen. Absolut. Und das ist ein ganz gutes Aufschlusswort für heute Mittag. Gleich eine Minute ab halb vier. Vielen Merci. Der Feiergast am Studio Jill Anisse, dem Pascal Hoffmann, dem Claude Lullingen und dem Luc Schreiner an ihr. Merci da draußen. Vier, écoute, ein Ball, eine Minute ab halb vier. Gehen wir dann die Antenne zurück an den Studio 1 bei den Luc Melsen für die Mission über Mittag.